Hallo und willkommen zu diesem Tutorial über die Dynamic Paint Simulation in Blender. Ich verwende hier die Version Blender 2.67a und in diesem ersten Teil des Tutorials zeige ich euch die Grundlagen der Dynamic Paint Simulation. Was ist die Dynamic Paint Simulation? Die Dynamic Paint Simulation ist in Blender seit der Version 2.61 integriert und erlaubt es uns, Objekte als Canvas und als Brush festzulegen. Das bedeutet so viel wie Leinwand und Pinsel. Und dadurch können wir eben mit Objekten auf andere Objekte malen oder Foren hineinbringen und das erlaubt es uns, Szenen zu erstellen, in denen zum Beispiel ein Stift auf einem Papier malt oder wir Spuren im Schnee finden oder ähnliches. Die Dynamic Paint Simulation habe ich auch schon in meinen eigenen Videos oft verwendet. Ich kann euch hier ein Beispiel zeigen aus meiner Modifier-Reihe. Man sieht hier, der Stift malt auf dieser Unterlage einen Strich und so eine ähnliche Szene werden wir auch nachher noch erstellen im zweiten Teil. Okay, wo finde ich jetzt die Dynamic Paint Simulation? Die Dynamic Paint Simulation ist hier unter den Properties beim Physics-Button zu finden. Wenn ich hier auf Dynamic Paint drücke, weise ich diesem Würfel eine Dynamic Paint Simulation zu. Ich erstelle jetzt hier aber eine neue Szene mit einer Plane und einer UV-Sphere. Die UV-Sphere lege ich als Brush fest. Hier kann ich zwischen Canvas und Brush wählen. Ich drücke auf Add Brush, dann öffnen sich hier einige Einstellungen, zu denen ich nachher etwas erklären werde. Und genauso machen wir es beim Canvas. Wir drücken auf Add Canvas und dann haben wir hier dieses Objekt als Canvas festgelegt. Wie wir sehen, passiert erstmal gar nichts. Der Brush zeichnet noch nichts und das liegt einfach daran, dass unsere Plane noch nicht genügend unterteilt wurde. Denn die Dynamic Paint Simulation malt immer nur ganze Flächen an und diese Plane besteht im Moment nur aus einer Fläche. Deshalb muss ich die Fläche mit W unterteilen. Das kann ich hier das Specials-Menü aufrufen und dann auf Subdivide drücken. Ich kann auch hier die Number of Cuts auch noch so einstellen. Wir können alternativ oder zusätzlich noch den Subdivision Surface Modifier hinzufügen, den man hier unter den Modifier findet, und dadurch auch das weiter unterteilen, das rundet es auch ab. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass wir es im Rendern die Unterteilung hochstellen und in der 3D-View weniger hoch haben, sodass wir uns hier flüssiger bewegen können. Aber das brauchen wir hier jetzt erstmal für diese Grundlagen noch nicht. Wenn ich jetzt den Brush animiere, ich gehe hier an den Rand, drücke E, setze einen Keyframe, gehe in der Zeitleiste auf 100, verschiebe den Brush auf die andere Seite, drücke wieder E, setze einen Keyframe und tue die Zeitleiste mit E begrenzen. Und wenn wir die Animation abspielen, sehen wir, der Brush zeichnet eine Linie. Dann komme ich jetzt zu den Einstellungen des Brushes. Die finden sich im Physics-Button und hier haben wir auch die Möglichkeit für jedes Dynamic Paint Objekt, auch für den Canvas, die Simulation für die Szene oder für das Rendern auszustellen. Dieselbe Möglichkeit haben wir auch bei den Modifier-Optionen. Hier hat sich ein Fenster geöffnet und es erlaubt es uns auch noch, Modifier darüber oder darunter zu platzieren und wir können auch die Simulation auf das Objekt anwenden mit Apply. Okay, hier haben wir die Möglichkeit, die Farbe der Linie auszuwählen. Ich wähle hier mal eine grüne Farbe aus, dann zeichnet der Brush eine grüne Linie. Wir können auch, wenn der Brush ein Material hat, machen wir hier mal eine blaue Färbung. Können wir auch sagen, wir möchten das Material des Brushes nehmen, dann wählen wir hier das Material aus, dann erhält die Linie dieselbe Farbe wie der Brush. Hier können wir den Alpha-Faktor einstellen, das heißt, wir können die Transparenz einstellen der Linie. Wenn ich jetzt hier das nochmal kurz animiere und hier die Zeitleiste beende, sehen wir, der Brush malt eine viel schwammigere, durchsichtigere Linie. Ich stelle das mal wieder zurück. Und wenn wir jetzt hier bei dieser Linie auf der Zeitleiste zurückgehen, sehen wir, die Linie wird nicht wieder zurückgegangen, sondern wir müssen die Animation neu starten, damit sich die Linie auch resettet. Wir haben noch die Möglichkeit, das Gemalte wegzuradieren mit Erase Paint. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel zurückgehen, dann sehen wir, radiert das die Linie einfach weg. Dann unter Dynamic Paint Source gibt es die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen, wie das Objekt auf den Canvas malt, festzulegen. Dazu lösche ich die Sphere und füge einen Cube hinzu, dass man es besser sehen kann. Und stelle den unter den Objekteinstellungen auf Wire und lege den natürlich auch noch als Brush fest. Und wenn ich jetzt die Animation starte, sehen wir, es wird das gesamte Volumen genommen, wie hier eingestellt, und das gesamte Volumen zeichnet auch auf die Plane. Wenn ich jetzt das anders haben möchte, zum Beispiel nur das Zentrum des Würfels haben möchte, des Mals, dann stelle ich auf Objekt Center
dann malt nur das Zentrum des Punktes, also des Cubes. Und hier können wir eine Distanz einstellen, die das maximal haben darf. Wenn ich es höher schiebe, dann sehen wir, ist der Punkt über 1, weil wir hier keinen Punkt sehen. Wenn ich es auf 2 stellen würde, würden wir wieder einen Punkt bekommen. Auf 3. Jetzt bekommen wir einen Punkt. Das sind 5 Blendereinheiten, die das entfernt sein darf, bevor man überhaupt nichts mehr sieht. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Proximity einzustellen. Das bedeutet so viel wie Nähe. Dann würden die Kanten benutzt und die nahe Umgebung der Kante wird eingefärbt. Hier können wir auch die Distanz von der Kante, die noch eingefärbt wird, einstellen. Unter Falloff können wir den Übergang des Gemalten einstellen. Wenn wir hier eine harte Kante haben möchten, dann stellen wir auf Constant. Dann sehen wir hier, sind die Kanten viel härter wie bei Smooth. Bei Color Ramp können wir das auch noch individuell einstellen. Dann können wir natürlich auch noch Mesh Volume und Proximity verbinden, dass wir das Volumen des Körpers sowie in die nahe Umgebung noch erhalten. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, für ein Partikelsystem das beachten zu lassen. Okay, dann komme ich jetzt zu den Einstellungen des Canvas. Ich lösche mal diesen Cube und füge wieder eine UV-Sphäre hinzu, lege die als Brush fest. Und jetzt können wir hier auch verschiedene Einstellungen machen. Wir haben hier die Möglichkeit, Ebenen zu erstellen, die wir auch verschieden benennen können. Und dazu komme ich auch nachher noch gleich. Das ist nachher auch wichtig bei den Dynamic Paint Advance. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Dauer für die Dynamic Paint Simulation festzulegen. Wenn ich hier den Brush wieder animiere. Und wir wollen, dass der Brush erst bei 20 auf der Zeitleiste anfängt zu malen und schon bei 60 aufhört. Dann stellen wir das hier ein und der Brush malt dann nur diesen Bereich hier. Dann komme ich jetzt zu Dynamic Paint Advanced. Hier haben wir die Möglichkeit, die Art des Malens oder des Veränderns des Canvas einzustellen. Hier ist Paint voreingestellt, das ist das, was wir gesehen haben. Wir malen die Oberfläche an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Oberfläche zu displacen, das heißt eine Art Mulde in sie hineinzubringen, wie wir hier sehen können. Und dann erhalten wir eben so eine Aushöhlung. Die ist jetzt noch, das sieht man hier, die scharfen Kanten, deshalb würde ich euch empfehlen, hier auf Smooth zu stellen und vielleicht noch einen Subdivision Surface Modifier mit STRG 2 darauf setzen, dann ist die Mulde einfach abgerundeter. Dann haben wir die Möglichkeit, Weights zu erstellen, die für das Partikelsystem zum Beispiel oder für Bones oft verwendet werden. Und dann können wir noch Waves erzeugen, damit kann man zum Beispiel eine Haifischflosse, die auf dem Meer schwimmt, oder erstellen oder ähnliches, das eben Wellen schlägt. Wenn ich jetzt haben möchte, dass wir zum Beispiel eine Mulde haben hier unter Displays und noch zusätzlich die Mulde eingemalt wird, dann können wir hier zwei Ebenen erstellen, einmal mit Paint, einmal mit Surface, also einmal mit Displays. Und wenn wir jetzt den Brush bewegen, sehen wir, wir erhalten eine Mulde und zusätzlich wird die Mulde auch noch blau angemalt. Dann lösche ich die Displays-Ebene mal. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Simulation, so wie die meisten Simulationen, zu baken. Und damit kann sie eben vorberechnet werden, sodass man sie einfach abspielen kann. Das brauchen wir jetzt hier aber auch noch nicht. Okay, wenn ich jetzt hier mal noch kurz das animiere. Ich setze es hier hin. Die setze ich einen Keyframe. Bei 90 kommt es noch hierhin. Dann sehen wir, malen hier wie gedacht schon eine blaue Linie. Wenn wir das Ganze jetzt aber rendern wollen, dann sehen wir, die blaue Linie ist beim Rendern verschwunden. Damit wir die Linie sehen, müssen erst zwei Einstellungen vorgenommen werden. Ich breche das Rendern mal ab.
gehe zurück in die 3D-View. Zum einen müssen wir hier unter Dynamic Paint Output auf dieses Plus drücken, unter Paint Map Layer, damit er den Paint Map Layer erkennt und es dann auch rendern kann. Dann muss die Plane, also der Canvas, noch ein Material besitzen und auf diesem Material muss Vertex Color Paint eingestellt werden. Wenn ich jetzt das Bild rendere, sehen wir, die blaue Linie ist gerendert worden. Wir sehen hier nochmal diese treppenartige Kanten hier. Das liegt eben an der geringen Unterteilung. Wenn wir es höher unterteilen würden, würden wir einen flüssigeren Strich bekommen. Und wenn wir eine Linie haben, dann haben wir das auch nicht, weil die Flächen ja dann parallel zueinander sind. Okay, das war's schon mit dem ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Teil werden wir dann eine kleine Szene erstellen, so wie vorhin gezeigt wurde, mit einem Stift, der auf einer Oberfläche etwas malt. Abonniert mich für weitere Tutorials oder Videos und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach.